Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate mit mir, The Gentleman. Und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Das Video kommt uns ja bekannt vor. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Eden-Splitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Okay. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler.
Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstücke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht. Geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Okay. Das sind wir also. Interessante Gegebenheit. Erstmal wieder in die Steuerung gewählt. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Das klingt auf jeden Plan. Gentlemen, come on,
denn das? Der ist dafür verantwortlich! Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann! Hau ab nach Hause! Junge, gleich wirst du bist doch eine Gegner, die Sie sehen können, schöpfen Verdacht. Wenn Sie in Ihrem Blickfeld bleiben, werden Sie aggressiv und greifen an. Gehen Sie unter Deckung, um Gegner abzustimmen, bevor Sie dann Ihre letzte bekannte Position untersuchen. Da oben drüber könnte man vielleicht kommen. Dort hätten wir einen Träger. Mir steht es echt bis hier mit dir. Gucken wir doch mal. Wenn Sie mit C schleichen, sind Sie schwerer zu entdecken und Sie können sich schneller bewegen. Herr Schleichring zeigt Gegner über und unter Ihnen an. Okay. Halten Sie unter der Deckung rechte Maustaste gedrückt, um zu zielen. Drücken Sie dann linke Maustaste, um zu werfen.
Thing to do for a grown man. I've never felt in my life before. But please, hear me. So. Sobald ich euch aufgerufen habe, geht aus dem Weg! Harvey Walker! Louis Morgan! Trevor Ward! Tüm.
Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Ein unfreundlicher Mensch. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Da komme ich nicht ohne weiteres durch. Heißt, hier fällt hier oben wieder entlang.
danke sehr, dass du mich auch hier klettern lässt. Das ist erledigt. Oh, und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar, doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Der Beweis des Abschlusses des Blutesopfers. Das war's, er wird so einen den Völkern auf diesen Zug. Ja! Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Tritt mal zur Seite. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Ja, der Bursch scheint eher so der brachiale Typ zu sein. Damit hätten wir sogar schon die erste Sequenz
sind im Getriebe abgeschlossen. Das klingt doch schon mal ganz gut.